So die aktuellen Temperaturen tagsüber und 14 Grad nachts. Ich weiß zwar nicht, warum mir das Hygrometer rechte Codes gibt, aber naja. So schauen die Pflanzen also in Woche 4 aus. Präziser gesagt nach 28 Tagen. Und weil das mit dem Dokumentieren der Tage manchmal weird ist, ich fange ab dem Zeitpunkt an zu zählen, ab dem der Samen in Kontakt mit Wasser bzw. Erde gekommen ist und der Keimvorgang beginnt. Also 28 Tage, seitdem ich das Korn in die Erde gebracht habe. Schick, oder? Also ich bin auf den ersten Blick sehr zufrieden. Einer meiner zahlreichen Mitbewohner, der seinen Teil zu dieser Menge an Pflanzen beiträgt, hat weiße Fliegen aus dem Überwinterungsquartier einer Pflanze mitgebracht. Die waren auch tatsächlich auf allen Pflanzen. Bei diesem Clip von letzter Woche dachte ich noch, es wären irgendwelche Blütenblätterreste. Schade, sah echt cool aus. Wie auch immer, die Fliegen sind als Schädlinge bekannt und dementsprechend wollte ich sie natürlich loswerden. Ich habe ein paar Gelbsticker aufgestellt und öfter diesen Move bei diesen Pflanzen gemacht. Wahrscheinlich durch diesen Move und die Windbewegung draußen hat sich das Problem recht schnell fast wie von selbst gelöst. Das einzige andere Problem, wenn man es denn so nennen möchte, ist diese gelblichere Pflanze. Stickstoffmangel ist es nicht, da hierbei die unteren Blätter zuerst gelb werden und leiden. Einige in den Kommentaren meinten eventuell Schwefel, Magnesium oder Eisenmangel. Die Bilder im Internet dazu sehen aber alle nicht wirklich genau danach aus. Die Erde ist dieselbe wie bei allen anderen, hat durch gelegentlichen Regen dieselbe Menge Wasser wie die anderen und hängt den anderen Pflanzen auch im Wachstum kein bisschen hinterher. Daher gehe ich einfach mal frecherweise davon aus, dass es an dem Pflänzchen selbst liegt. Es besteht zwar die Chance, dass es nicht so ist, aber dann ist es auch nicht so wild. Bevor ich jetzt irgendwelche Düngemittel ausprobiere, lasse ich die Pflanze lieber als Experiment so weiterwachsen. Gibt ja genügend andere zur Not. Die nächste, die etwas Weirdness hat, ist diese hier. Weirdness halt. Wächst sich bestimmt wieder raus. Bei einer einzigen ist auch die erste Preflower zu sehen, also quasi eine Vorblüte. Gibt's ja auch bei anderen Pflanzen mal, die gelegentlich noch zu klein sind für richtige Früchte. Blühen irgendwie ein- oder zweimal und dann erst später wieder. So ist das bei Automatics bei mir bis jetzt auch immer gewesen, also wirklich ohne Ausnahme. Die ersten Preflowers sind zu sehen, dann wächst sie eine Zeit lang stumpf weiter und fängt dann an richtig zu blühen. Bin mal gespannt, wie lange es noch dauert. Für mich persönlich ist es auch eigentlich immer so eine Art lustiges Qualitätsmerkmal, wenn die Keimblätter auch im späteren Stadium noch fit sind. Die Pflanzen waren nie so trocken, dass sie die Wasserversorgung dort eingestellt haben und hatten immer genug Stickstoff, dass sie diese nicht aus ihnen gezogen haben und sie gelb und welk werden. Ist einfach cool zu sehen. Andererseits ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn sie nicht mehr intakt sind. Fürs zukünftige Wachstum der Pflanze sind sie durch ihre geringe Größe ziemlich egal. Eigentlich ist es nur amüsant. Ich mache mit den Pflanzen aktuell überhaupt nichts weiteres. Kein Wässern von mir wegen gelegentlichem Regen, kein zusätzliches Düngen, kein Training oder sonstiges. Es geht ihnen ja gut. Den Wind können sie auch ohne Stütze ab und ich biege sie nicht runter oder ähnliches, um die Seitentriebe zu pushen. Wenn die Sonne untergeht, merkt die Pflanze schon von selbst durch die Lichtreize, dass ein Höhenwachstum ihr mehr bringt als ein buschiges Wachstum mit mehr Seitentrieben. Also wächst sie auch dementsprechend. Und es bringt ihr ja auch tatsächlich mehr. Seitentriebe ausgeizen würde ich aber dennoch nicht. Wer weiß, was da noch alles kommt und falls ein Vogel oder ein Flugzeug abstürzen sollte oder ein extremer Wind oder Hagel oder sonst irgendwas die Spitze beschädigt, werden die Seitentriebe aushelfen. Außerdem bilden sich immer an den Blattachseln die Blüten. Falls die Pflanzen nun nicht mehr viel wachsen sollten, was ich aber denke, würde man sich einen Großteil der potenziellen Stellen für Blüten entfernen. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass ich den Rasenschnitt um die Triebe der Pflanzen großzügig entfernt habe. Werde ich mir für die Zukunft mit so frischem oder feinem Mulch auf jeden Fall merken. Danke für den Hinweis. Viele weitere Sorgen vor Mulch verstehe ich allerdings nicht. Bei so einer Schicht fängt nichts an zu schimmeln und die Befürchtung, dass man sich dadurch irgendwelche Schädlinge holt, ist auch unbegründet. Außer man nimmt sich eine Handvoll Rasen mit Nacktschnecken mit, aber das würde man ja wohl merken. Das kriegen viele, mich eingeschlossen, in den Kommentaren ja auch oft hinterher gesagt. Vorsicht vor Schädling. Ich denke nicht, dass man sich auf dem Balkon mit irgendeinem Schädling überhaupt ernsthaft beschäftigen muss. Außer mit Blattläusen. Das mit den weißen Fliegen habt ihr ja vorhin gesehen. Da ist die Bekämpfung, falls man das überhaupt so nennen kann, ja ein Witz. Mit Trauermücken das gleiche, wenn genug Wind ist. Falls es weitere ernstzunehmende gibt, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ich denke jedoch nicht. Auch die Befürchtung, sich die Erde durch die Mulchschicht komplett zu verdichten, ist unbegründet.
Der Mulch trocknet, wird kleiner, zersetzt sich und generell zieht sich in den Töpfen alles mit der Zeit etwas zusammen, sofern es nicht ultra viel regnet. Da wird schon genug Luftkontakt hergestellt, vor allem an den Rändern. Jetzt wird es aber auch Zeit, unsere verwundete Schwester zurückzuholen. Und wo könnte es für sie schöner sein, als in ihrer einstigen Heimat? Im Glas hat sich eigentlich nichts getan. Ich habe sie jetzt so seitlich im Topf verbuddelt, damit Wurzeln auch am Stamm oberhalb der Knickstelle kommen können. Dann einmal fett wässern und ich bin sehr gespannt, was mit der Pflanze passiert. Falls sich jemand wundert, was zur Hölle mit dieser Pflanze gerade los ist, man sieht es genauer in letzter Woche. Das ist jedenfalls Referenzpflänzchen und fast schon das Channel-Maskottchen.